Yeah, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zu Saints Row the Third. Ich bin der Saraza und das Spiel ist aus dem Jahre 2011 im GTA-Stil gehalten und angeblich sehr, sehr lustig. Mir haben auf jeden Fall einige Kumpels gesagt, du weißt du was, ich habe da ein Spiel gesehen, Saints Row the Third, das ist voll gut. Und ich dachte mir dann, oh, das muss doch ein geistreicher Titel mit humoristischer Prägung sein, das spielst du mal an. Ich hab's auch kurz angezockt, aber eben nur ganz kurz, weil ich spiele ja fast nichts mehr alleine. Deshalb legen wir jetzt mal los mit einer neuen Kampagne von Saints Row the Third. Ja, diese Warnung können wir einfach mal so aus Jux und Donnerei überspringen. Ich spiele auf jeden Fall im Schwierigkeitsgrad normal. Das ist genau das Richtige, hoffe ich. Und damit das nicht dunkler als die dunkelste Höhle in Minecraft wird, schalte ich die Helligkeit noch ein bisschen hoch. Bei YouTube ist das ja bekanntlich immer ein bisschen düsterer, das wollen wir ja nicht. Ihr wollt das Game ja in der kompletten Pracht genießen. Los geht's! Eroberung. Die Geschichte der Menschheit. Seit undenklichen Zeiten sind große Führer aus ihren bescheidenen Anfängen auferstiegen, um Scheiß bauen? Hä? Sollte das nicht eher Scheiße zubauen heißen? Und genauso war das auch mit den Third Street Saints. Seit der Eroberung Stillwaters hat sich die einst kleine Straßenbande zu einem Medienimperium entwickelt. Ein Saints-Film ist derzeit in Planung. Johnny Gat und Sean D sind Ikonen der Popkultur. Und Pierce? Scheiß auf Pierce! Inzwischen bewegen sich die Saints auf einer großen Bühne und jede kriminelle Organisation will ihre Krone. Es war somit nur eine Frage der Zeit, bis sich einer von ihnen die Saints vornehmen würde. Saints Row the Saints Flow, empfohlen von Saraza. Unglaublich! Saints Flow, meine Damen und Herren, kaufen Sie für nur einen kleinen Vertrag, bei dem Sie Ihre Seele verkaufen. Kleingedrucktes lesen Sie bitte weiter unten. Dank! In Kalifornien verboten. Stillwater Nationalbank. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Grand Larceny is right up there. You ready for this? No worries. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. So don't get all Hong Kong style in there. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gat? Ultra postmodernism. I love it. I'm cool with the Saints movie, but do we really gotta drag this asshole actor around? Cut Josh some slack. He's just researching his part. Yeah, I hope he signed a waiver. All right, people. Nobody moves! Nobody dies! Burke! Sorry, jumped his line. Can we go again? You all know the drill. Can I get a picture with the boss? Say sleaze. Get in line, bitch. Hey, don't be a dick. Did you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like fuck. Interessanter Banküberfall hier. Oh, that's different. Und das läuft scheinbar irgendwie anders als gewohnt. You got a plan or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Und ab die Post, los geht's hier. Und ihr habt schon gesehen, das Game nimmt sich selber ein bisschen auf die Schippe. Töte die Wachen.
gonna die? What happened to I do my own stunts? Hey, hey, do these look like scripts to you? All right, people, let's find that ball. Und wir sind hier beim Banküberfall voll am Start. That's right, you fuckers! We're coming for you! Oh, get up, Burke. Let's keep moving. I can't believe you're still thinking about it. Do you want to know who these people are? Listen, all that matters is the ball. Let's find that and get the hell out of here. Is this what it's normally like? Well, normally, the tellers don't use fucking shotguns. Yeah, normally, banks don't look like a palace either. You see those statues before you blew them up? Will you forget the horses? These guards are packing military-grade hardware. Who the hell are we robbing? Ja, ich spiele das Game übrigens, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, auf der PlayStation 3, nicht auf dem PC oder so. Ich habe es extra für die PlayStation 3 organisiert, weil ich mir gedacht habe, mit der Autosteuerung und so, da bist du eigentlich auch gut bei L.A. Noire und Co. klargekommen. Das dürfte ja auch kein Problem sein. Und hier, das ist sozusagen das kleine Tutorial hier, dieser Banküberfall mit heißen Schnitten. Oh, die soll ich töten? Also ungern, sage ich euch, ungern. Gehe die Treppe hoch. Da haben wir schon einen Mord an einer wunderschönen jungen Dame begangen. Und in unserem Team scheint auch eine echte Schnitte zu sein, wie wir hier sehen. Ist doch, ja. Geh zur Geldkammer. Wir müssen arbeiten. I can't breathe. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B, huh? Drill it? Fuck no. We blow it. What? Not cool, man! Time to get to work. Na, ich sag doch, wir müssen arbeiten. We'll need to set those above the vault. Hey, I think we've got company. Looks like they're coming in from the lobby. Let's get them! Shandi. What? We need to talk. We really don't. It's just, if I die here, I don't want things to go unsaid. I should be so lucky. Ratatatatatam, bam, bam. Ja, mit der Knarre kann man richtig schön draufhalten, einfach durch. Das Magazin ist ewig groß. Ja, ich bin jetzt gerade auch zwischendurch immer mal ein bisschen stiller, weil ich will ja nicht alles vollquatschen. Und die Dialoge, diese lustigen, die ja teilweise lustiger sind als meine, ja, ihr wisst schon. Hey, bang for a fan. Hey, Josh Burke. Don't be starstruck. Very approachable. Want me to sign your breasts? No. That's all right. Yeah, you know. By night played on DVD. Aber ich könnte dir vielleicht die Brüste, ein Autogramm und so. Naja, auf jeden Fall seht ihr, das Spiel ist ziemlich durchgedreht. Ich wurde auf jeden Fall noch nie nach einem Autogramm gefragt, als ich meine Bank überfallen habe. Mache ich ja öfter mal. Und jetzt platzieren wir hier mal die Sprengladung. Halleluja! Let's get the chopper and lift this baby out of here. Hey guys, you called the helicopter. Found the way to open the vault. Don't touch it! Der Vollidiot. Josh, are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch. Do I have to go after him? Forget about it, he'll be fine. How long until the chopper gets here? I don't know. Probably like two waves of SWAT guys. Sounds about right. So, so können wir irgendwie die Waffe wechseln. Was haben wir denn hier? AS3 Ultimax. Oh, ich nehme mal bitte irgendwas hier gerade, weil das wird hier gerade schon ein bisschen eng. Was sind das denn für Typen, hä? Bam! Ich pump euch den Hintern voller Blei und das ist nicht zu knapp. Das scheinen irgendwelche Elite-Soldaten, SWAT oder sowas zu sein. Die wollen sich doch nicht hier etwa mit der Gang anlegen. Mit den Super-Homies. Ja, das ist überhaupt nicht übertrieben oder so jetzt hier. Gar nicht. Das ist ja natürlich alles total realistisch gehalten. Aber ich wechsle jetzt auch nochmal die Waffe. Das kann man ja mitten im Kampf machen. Spontan. So, machen wir so.
Und einfach rein damit. Bim, 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 bim. Das Spiel übrigens unschwer zu erkennen ab 18 Jahren. Also nicht für kleine Kinder. Ja, wird Zeit, dass der Hubschrauber bald hier erscheint. So, jetzt kommen da so Typen mit so Schildern auch noch an. Das ist natürlich äußerst prickelnd. Oh, jetzt müssen wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht gleich niedergestreckt werden. Bam. Ah, das können wir uns sogar schnappen. Das machen wir auch mal direkt. Cool. Ey. Ach du Kacke! Helikopter! Die meinen es ernst, die Burschen! Aber wie einen drauf! Ein Helikopter! Wäre doch gelacht, Kinder! So ein Kleinkram. Ich glaube, ich werf mal das Schild weg und nehme mal eine andere Waffe. Was haben wir denn hier noch? Wir können jetzt nur die Pistole nehmen. Wie kann ich denn das Schild? Da kann ich es ablegen, ne? Und jetzt einfach drauf. Brauchen wir nicht das Schutzschild. Yo, Mann! Freundchen, jetzt geht's ab hier! Go, go, go! You two go out the back. And you? Stay with the boat. We'll see you when we touch down. Okay, let's go! Hold her steady! Where did the security come from? Stay calm and stick to the plan! Sehr absurd, richtig schön absurd. Und jetzt voll auf den Kampf, Eli. Ach komm, das wäre doch gelacht, den kriegen wir doch platt. Huch, da bin ich mal kurz ausgerutscht. Tut mir leid. Ja, die Bullen wollen ein Autogramm und dann sollen wir uns ergeben. Zu Späßen aufgelegt sind sie auf jeden Fall alle hier. Boah, Leute, ich kann euch sagen, der Controller vibriert. Das ist eine richtige Handmassage hier, wenn man hier mit dem Ding draufheuert. Wir perforieren euch. Oh, der Tresor ist gerade im Begriff, sich hier von diesem Helikopter, der uns hier retten soll, zu verabschieden. Das sieht nicht gut aus. Und den schnappen wir uns natürlich auch noch. Wer noch gelacht? 57.000 Helikopter nehmen wir so mit. Wir haben ja unendlich Munition in unserem Schädel gelagert. Oh, au, Backe. Jetzt aber fix. Als würde uns ein Heli erledigen. So schnell schnappt uns keiner. Oh. Well, shit. Oder etwa doch. Wenn gute Überfälle schieflaufen, geschafft. Respekt. Ein Punkt, Mann. Respekt. Yo, und hier sind wir jetzt auch bei der Charaktererstellung gelandet. Hier können wir unseren völlig eigenen Charakter generieren. Und das wollte ich natürlich gemeinsam mit euch machen. Also, macht mir doch mal ein paar Vorschläge in den Kommentaren, wen wir denn hier erstellen sollen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!